Angst, du bist nicht mit reingefallen. Oh, Kleider. Mir geht's gut. Du schaffst das. Oh, ah. Ich verbrauche hier beim Schwimmen keine Ausdauer. Nee. Das ist sehr salziges Wasser mit sehr viel Auftrieb. Ich finde es sehr schön, wie er schreit. Ja. Hallo? Du sollst darauf? Schießen die da draußen einfach immer so aus Spaß und Freude? Die schießen tatsächlich auf dich. Bis zur Truhe schaffen. Deutlich unaufgeregter als der letzte. Solange du es schaffst, die Truhe zu öffnen. Ich würde sagen, sag das nicht zu früh. Noch habe ich die Truhe nicht offen. Stiefel. Yay! Muss ich die ausrüsten? Ja. Aber sie sind in diesem Spiel ein C-Item. Also du kannst sie mit Knopfdruck aus- und anziehen, während du unterwegs bist. Ja, ich merke das. Wenn ich da reinfalle, ist das in Ordnung? Das ist in Ordnung. Das ist ein Geheimnis. Ich wollte nur gucken, ob ich sie vielleicht doch schon wieder ausgezogen habe. Der Nachbar aus der Eisstange kriegt sofort was verpasst. Das ist auch nicht nett. Natürlich ist das nicht nett. Doch noch mal so ein Wappen oder so. Eben, einfach damit man noch mal eins hat. Genau.
Das war ein sehr schnell fliegendes Gebirge. Das war ein Fluggebirge. Ja, die sind natürlich sehr bekannt. Aber sehr selten. Oh ja. Das ist so eine Wanderdüne. Die sind nicht so selten. Also hier komme ich wieder rauf, ja? Ja. Irgendwas willst du noch bringen, wenn ich jetzt hier alles kaputt mache. Danke fürs Schnetzeln. Hier, nehmen Sie was. Ja. Was habe ich mir denn für Schnetzeln verdient? Oh, ich könnte vor Luft springen. In die Freude fast voll in die... genau. Ich hab's bald. Da waren Worte bei, auf jeden Fall. Ja, da waren Worte bei. Freude, Luft springen, platzen. So, irgendwas. Ja, dafür setzen sie sich da wieder was nach draußen. Hey Boot, ich hab die Stiefel bekommen. Super. Dann können wir ja gucken gehen, wie es dem C4-Weisen geht. Ja, das können wir wohl machen. Ich sagte, das war immer mein Lieblingsweiser. Bestimmt. Das ist der oben. Und so Portemonnaie konnte ich mich hin. Genau. Gut. Direkt hinter dir. Gut. Keine Angst, Alter. Ich bin direkt hinter dir. Hinter mir! Hi, ich bin ein Boot. Ich kann sprechen. Ich bin der König von Hyrule. Kann ich eigentlich auch ohne Boot durch die Gegend segeln? Nee, oder? Wie willst du ohne Boot durch die Gegend segeln? Also fliegen. Nein, du musst auf Boot sein. Ich meine, ja, du kannst ohne Boot durch die Gegend segeln. Da gibt es einen Glitch für. Hallo, ich habe so ein Fallsegel. Das ist so eine bestimmte Technik für Speedrunner, das Warp-Schwimmen. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe gelernt, wie ich das Musikspiel hier. Ja, das funktioniert ausgezeichnet. Los, Boot, spring! Das sind doch immer diese Sachen, wenn man so einen Speedrun guckt. Jetzt kommt ja eine ganze Geburtstagstag-Quest am Anfang des Spiels. Nix gibt's, ich spring ins Wasser und schwimme nach Portemonnaie. Okay. Aber das heißt, die Kampfherausforderung bei Draconia bringt mir auch so ein Triforce-Dings. Du hast eine Karte gekriegt, wo du aufschätzen, wo welche Triforce-Splitter sind. Ich will die Karte öffnen. Also bis auf eins hat er gesagt, konnte er alle finden. Der gute Tingle. Mhm. Zumindest die Karten. Was sie auch geändert haben für das Remaster. Im Ursprung musstest du wirklich für jedes eine Karte finden und sie dann aus dem Ozean nehmen. Jetzt haben sie halt ein paar, die schon so fertig sind.
Ich frage mich gerade. Ja. Wie haben diese Palmen es geschafft, so groß zu werden? Das sind Windpalmen. Die brauchen das. Ich verstopf das jetzt. Genau. Was kommt? Gut, so schon mal nicht. Vielleicht nie mit dem Schwert. Aus. Info. Zeichen, welche Richtungen anzugeben scheinen. Oben, oben, unten. Rechts, links, rechts. Ich fand den anderen leichter zu merken. Hm? So, erzähl mir, wen muss ich finden? Du hast die Hymne des Sephir-Gottes erlernt. Ach, wunderbar. Dachchen! Schönen guten Tag. Ha, kommst mir bekannt vor. Bist du der neue Held? Möglich? Ich bin Fodo vom Volk der Kokiri. Vielleicht sehe ich nicht so aus, aber ich bin ein Weiser. Jawohl. Du hast so ähnlich seltsame Klamotten an wie ich. Mann. Ich bin der Weise. Spielst du Geige? Ich habe hier gebetet und gebetet, um dem Masterschwert die Stärke zu geben, alles Böse vom Handels der Welt zu verbannen. Aber ich wurde von Gendorf, Tonibert, Rind 13, dein Halbten angegriffen und bin zu dem geworden, was du jetzt vor dir siehst. Ich dachte, er ist Tonibert Gennendorf. Wer weiß das schon so genau? Du möchtest dem Schwert wieder zu seiner alten Stärke verhelfen, nicht wahr? Ja. Nur wenn du so fragst. Um dies zu bewerkstelligen, musst du jemanden finden, der das gleiche Instrument spielt wie ich und ihm das Lied von vorhin beibringen. Dann wird diese Person sofort begreifen, dass in ihr das Blut eines Weisen fließt. Der Taktstock, den du dabei hast, wurde früher dazu benutzt, um uns Weise zu dirigieren und den Göttern ein gefälliges Konzert darzubieten. Damals hat ihnen immer der König höchstpersönlich geschwungen und das Konzert dirigiert. Ja, inzwischen kaut der König auf diesem Taktstock wie so auf dem Zahnstocher rum. Der König ist auch nicht mehr das, was er mal war. Inzwischen ist er ein Boot. Ha. Bitte richte dem König aus, dass ich immer noch auf meinem Instrument spiele. Und zwar verborgen hinter den Wolken, ruhend im Blau des Firmaments. So, und jetzt husch, suchen Geiger. Ja. Wo waren die Blätter, Dings das? Die Korok? Ja, genau die. Das war's nicht. Du hast es nicht in deiner Karte eingetragen, du hast den Fisch da nicht angesprochen. Das ist der unten rechts, dein Teleportationspunkt. Schatzkarte. Schatzkarte. Die hast du schon. Tingles Karte, da wohnt Tingle. Die Wahnsinnskarte. Also, den unten auf Präludien hast du, der ist abgehakt. Ja. Drei sind in Karten versteckt, die sich da befinden. Drei sind noch da und das dritte ist irgendwo, bewegt sich. Tingle hat da schon mal so ein schönes Geisterschiff eingemalt. Yay! Die Terry-Karte, um rauszufinden, wo die Terry-Händler sind.
Den Geiger kannte sie noch, das ist gut. Ja, an den habe ich mich erinnert. Ja, der hat ja auch sehr prominent Geigen gespielt. Ja. Und sind nicht nur mit sich rumgetragen. Ja. Genau. Fisch. Ich bin ein Fisch, ja. Mensch, oder was auch immer du bist. Sind wir uns nicht ganz sicher. Nee, inzwischen sind wir uns sehr sicher, du bist so ein übrig gebliebener Hylianer. Ja. Aber wie menschlich Hylianer sind, das wissen wir jetzt da nicht. Da ist was dran. Fisch! Hylianer! Danke. Nimm und sei glücklich. Also Seekarte auf und ab geht's. Willkommen auf Tantopia. Auf Isla Bomba, ein bisschen nördlich von hier, habe ich einen fliegenden Händler gesehen. Der hatte einen Rucksack um, der sogar noch größer war als er selbst. Was wollte er wohl bloß auf so einer abgelegenen Insel dort? Ja, die Welt ist voller merkwürdiger Gestalten und das wär's soweit von mir. Ups, ja. Hast du gerade versucht, den Wald abzubrennen? Nein. Okay, dann ist ja gut. Sollte er tatsächlich nicht ganz oben sitzen? Hallo, ich würde gern. Ich komme mit dieser Steuerung nicht klar. Okay. Also er spielt schon besser Geige, als Medo die Harfe gespielt hat. Ach Mist, richtig, da war ja was. Thank you.
Ich krieg das hin. Seit langem mal wieder ein Rückwärts- zum Seilabspringer. Ja. Allerdings nicht zum Ziel. Jetzt muss man aber auch zugeben, ich habe auch lange nicht mehr mit dem Seil hin und her gespielt. Da ist was dran. Das macht das Rückwärts vom Seil abspringen schwerer, wenn du es überhaupt nicht machst. Ja. Sagt mir, dass der da unten sitzt. Vielleicht bringt mir das was. So, also schon zu Hügel kommt durchaus. Echt? Ja. Du hast ihn gefunden. Die würden dir jetzt auch nochmal sagen, falls du das übersehen hast. Ja, der hat sich irgendwo versteckt und komisch. Vielleicht sollten wir einfach mal nach seinem Geigenspiel hören. Okay. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Dich habe ich vergessen. Das ist auch so eine Aussage. Glückwunsch, dich habe ich vergessen, obwohl die nicht viele glücklich sind. Hier haben wir tatsächlich wieder das Phänomen, dass man beobachten kann. Im Original haben die Leute das Problem nicht. Im HD-Remaster, wenn Leute das zum ersten Mal spielen, ist es dieses, wie zur Hölle komme ich dahin? Sie haben mit einer Verbesserung des Spiels dafür gesorgt, dass du diese Mechanik nie anwenden musstest und deshalb nicht weißt aus dem Kopf direkt, dass es sie gibt. Du kannst am Seil anhalten, das Seil verlängern und dich hinter dem Wasserfall schwimmen. Oh. Dadurch, dass sie dir die Methode gegeben haben, du kannst am Seil immer die Richtung ändern, hattest du nie das Bedürfnis anzuhalten. Das ist richtig. Kannst du mit nach oben und unten das einfach, wenn du stehst, dass du drauf tanzt. ZDR, das ist unten der Kopf. Ja, und jetzt kannst du dich da reinspielen, weil du ein Stück hinter dem Wasserfall ist tatsächlich eine Höhe. Ich habe ihn voll selbst gefunden. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte erwartet, dass ich oben irgendwie so ein... Nachdem ich jetzt ja auch stark bin... Irgendwas hochheben kannst. Um dann zu blockieren, dass das Wasser da an der Seite lang fließt. Nee, die sind tatsächlich frei wählbar, die Reihenfolge, also...